Ja, ich habe da jetzt Vizepräsidenten von Vienna, Gerhard Grisch. Herr Grisch, die letzten paar Wochen waren wohl nicht gerade die fadesten in Ihrem Leben. Na, langweilig war es nicht. Nein. Es war schon ziemlich herausfordernd, aber dafür sind wir da. Das ist unser Teil, den wir hier zu verantworten haben und das ist schon okay so. Wie läuft es jetzt weiter? Wie schaut der genaue Fahrplan aus Richtung hoffentlich Gesundung? Ja, also Sie sehen, wir haben die Woche wieder einen großen Schritt geschafft, wenn Sie im Stadion sich umschauen. Wir haben Care Energy jetzt die Verträge aufgelöst. Das heißt, wir können ab sofort wieder mit allen Sponsoren Verhandlungen führen und das gesamte Geld bleibt für die Vienna. Das ist ein erster, kleiner, aber für uns sehr, sehr wichtiger Schritt. Und so werden wir Woche für Woche, Schritt für Schritt gehen, um einfach diese wirtschaftliche Stabilität, die wir schon angekündigt haben, zu erreichen. Das wird noch eine große Herausforderung, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Wann ist dieser Stichtag, Ausgleichsstichtag? Wir haben am 6. März haben wir eingereicht und mit 7. März 0 Uhr bin ich jetzt wieder verantwortlich, alle Zahlungen zu übernehmen. Und genauso läuft es jetzt auch. Ja. Es gibt ja dann am 26. März einen großen Punkt Richtung Rettungsspiel, vielleicht kurz angekündigt. Ja, ja, der Rapid hat uns ja schon vor einigen Wochen Unterstützung angeboten. Wir haben das jetzt vereinbart für 26. März. Um 15.30 Uhr werden die Kampfmannschaften sich hier matchen. Davor haben wir noch ein Legendenspiel geplant und das wird uns natürlich helfen. Ist wieder ein Beitrag für die wirtschaftliche Stabilität, für das Budget des heurigen Jahres. Und ja, wir freuen uns auf das Spiel, weil es wird ein Mega-Event. Ich hoffe, ganz, ganz viele Fans kommen von beiden Lagern, dass wir hier so eine richtige Bombenstimmung haben. Preis haben wir gehört, 18,94, ja. Kommt nicht von ungefähr. Ja, es hat schon einen kleinen historischen Hintergrund, ist natürlich auch ein stattlicher Preis, aber wir haben uns gemeinsam auf diesen Preis geeinigt, es wird für jeden Zuschauer auch noch einen Fanschal geben, Tradition verbindet und ich denke, es wird ein tolles Event und ich hoffe, dass viele Leute bereit sind, auch diesen Preis zu bezahlen. Wie viel Aufwand hat es da gebraucht, um das jetzt zu organisieren? Das Spiel? Ja, also ich muss sagen, ich war total überrascht, weil die Manager von Rapid haben uns eingeladen und das ist jetzt circa 2 Wochen her. Wir hatten dann unser erstes Gespräch und in den 2 Wochen haben wir jetzt versucht, das bestmöglich auf die Beine zu stellen. Schauen wir mal, der ORF überlegt noch, ob er auch überträgt, was uns natürlich auch helfen würde. Und da werden wir nächste Woche noch Infos kriegen. Aber wir haben gemeinsam mit Rapid so in circa 2 Wochen das jetzt organisiert und auf die Beine gestellt. Also Hut ab auch an die Manager, die dafür verantwortlich waren. Kommen wir kurz zum aktuellen sportlichen Tagesgeschehen. Letzte Woche ist man in die Meisterschaft gegangen, nicht wissend, wie hat die Mannschaft das aufgenommen. Und dann gewinnt die in Ritzing 5-0. Ein bisschen wie im falschen Film gefühlt. Ja, es war schon sensationell. Also ich sage, wir haben am Donnerstag davor mit der Mannschaft ein Gespräch gehabt, der Hans Klär und ich. Wir haben den Jungs gesagt, wir haben jetzt einen konkreten Plan, es ist Licht am Ende des Tunnels und ich habe sie einfach ersucht, uns jetzt zu helfen, das Produkt Fußball wieder attraktiv zu gestalten und uns zu helfen, es auch dann entsprechend verkaufen zu können. Und dann gehen die Jungs dort raus und entschuldige an die Ritzinger, hauen die Ritzinger da 5-0 vom Platz, in Unterzahl, 3 Tore geschossen. Also wir alle waren tief beeindruckt von der Moral, von der Qualität haben wir immer gewusst, dass die Mannschaft top ist. Aber Moral kann man nicht kaufen und Charakter kann man nicht kaufen. Die Jungs haben gezeigt, dass sie bereit sind, ihren Teil für die Gesundung der Vienna beizutragen. Und wenn es uns jetzt gelingt, Mannschaft, Fans und Management zusammen die Kräfte zu bündeln, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die schwierigen Herausforderungen noch schaffen werden. Nicht wissen, wie das heutige Spiel gegen Pandorf ausgeht, aber ich habe heute gelesen, Trainer Klär meint, als Meister absteigen, das hätte was. Ja, es hätte was, wobei ich persönlich mich noch nicht so wirklich mit dem Abstieg anfreunden möchte. Aber wir haben ein erstes Gespräch jetzt gestern mit dem ÖFB gehabt und das Regulativ ist relativ eindeutig. Ich bin nicht glücklich darüber, aber schauen wir mal. Sollte das wirklich eintreten, dann wäre es schon ziemlich cool, als Meister abzusteigen, so sarkastisch das auch klingt. Aber ich sage nochmal, die Mannschaft hat die Qualität dazu. Und hey Jungs! Und ja, ich würde mir was Schöneres wünschen und ich möchte noch nicht drüber nachdenken. Wenn es so kommt, dann müssen wir auch diese Herausforderung annehmen, aber schauen wir mal. 2 Fanfragen vielleicht, wenn es erlaubt ist. Habe ich gelesen, warum spielt die Mannschaft immer Meistertitel mit? Es gibt viele Punkteprämien zu vergeben. Geht das nicht ins Budget? Kostet das nicht zusätzlich? Es gibt jede Woche 90 Minuten, wo ich vergesse, dass ich für die Finanzen verantwortlich bin. Und mir war klar, dass diese Frage auftaucht, aber ich habe es jetzt kurz schon mal erwähnt. Wir verkaufen ein Produkt. Wir müssen Fußball attraktiv vermarkten.
Und nicht, dass ich es den jungen Spielern nicht auch zutrauen würde. Aber unsere Fans kommen nur ins Stadion, wenn wir hier uns attraktiv präsentieren. Wir haben im Zahlungsplan Punkte Bremen eingepreist. Wenn ich sie nicht bezahlen muss, wäre ich nicht böse. Aber wie gesagt, 90 Minuten lang vergesse ich das, weil es einfach schön ist, den Jungs zuzuschauen. Und schön ist auch, wie die Fans hier mitgehen. Und ich weiß nicht, ob ihr in Ritzing dabei wart. Das war Stimmung pur, das war Emotion pur. Das haben sich die Fans verdient, auch die Jungs verdient. Nach 90 Minuten weiß ich, dass ich wieder Finanzverantwortlicher bin. Aber im Prinzip, es geht darum, Sponsoren zu zeigen, dass wir hier attraktiven Sport bieten. Und genau die Attraktivität braucht die Wiener, um wieder interessant zu werden. Zweite Fanfrage: Warum hält man am Freitagabendtermin fest, wo man ja viel Geld für Flutlicht zahlt? Ja, das sind sicher Themen, die wir uns jetzt auch noch anschauen werden, das ist gar keine Frage. Und ich habe es angekündigt, ich muss einen stolzen Betrag einsparen im Budget und da werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen. Und Flutlichtkosten sind natürlich auch ein wesentlicher Teil. Zugegeben, wir sind ein sehr, sehr kleines Team. Ich habe ein tolles Präsidium mittlerweile, die uns wirklich auch unterstützen in allen Themen. Aber wir müssen Prioritäten setzen. Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht und jetzt beginnen wir bottom-up alle Details in dem Budget Einsparungspotenzial zu heben. Und das kann ein Thema sein, aber da müssen wir einfach jetzt schauen, eins nach dem anderen. Ganz ehrlich, wenn Sie in der Früh aufstehen, haben Sie ein Packmas-Angefühl oder ein noch wieder der nächste Tag mit der Wiener? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin immer noch mega begeistert und euphorisch. Das ist nicht irgendein Job, sondern da geht es um die Wiener. Und ich will nicht behaupten, dass mich viele Menschen um diesen Job beneiden, aber ich habe noch immer riesen Spaß, selbst wenn es manchmal Rückschläge gibt, die gehören in unserem Business dazu. Aber es gibt auch sehr, sehr viele positive Feedbacks. Die Euphorie, die da jetzt entstanden ist, ist gewaltig. Das gibt auch Kraft. Und egal, ob es unser U8-Spieler ist, der Matischitz geschrieben hat, oder ob es die Jungs in Ritzing sind, oder ob es kleine Schritte sind, wo Sponsoren und Kandidaten, potenzielle Kandidaten zu uns kommen und sagen, hey, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, das gibt mega Kraft. Und ja, es ist nicht der most sexiest Job of the world, aber es ist hammergeil und es macht mir immer noch einen Riesenspaß. Wenn Sie es gemeint haben, the most sexiest job in the world, haben die Fans auch schon mitbekommen, Sie verwenden sehr gerne Anglizismen. Ja, das ist, da bitte ich um Verzeihung. Ich weiß, das ist vielleicht, dass wir das Unart wahrgenommen. Aber die Wiener hat, also erstens habe ich mal eine Geschichte, die aus einem internationalen Konzern kommt. Wir haben dort Englisch als Konzernsprache gehabt. Und zweitens, ich habe mittlerweile auch sehr, sehr viele Kontakte ins Ausland. Ich habe erst heute wieder mit einer amerikanischen Investoren-Sponsorengruppe ein langes Telefonat gehabt. Und dann rutscht es mir hin und wieder raus. Ich werde mich bemühen, dass es nicht so oft passiert.